Hallo, hier spricht Commander Darken. Das Rüsselschwein und meine Wenigkeit präsentieren heute ein Wie spiele ich Schottentotten? Kill or be killed. Das Kartenspiel von Rainer Knizia ist 2016 bei Yellow Games erschienen und für zwei Spieler ab 8 Jahre geeignet. Ein Spiel dauert etwa 20 Minuten. Das vierfarbige englischsprachige Regelwerk erklärt auf 16 Seiten leicht verständlich die Regeln. Einzig die Taktikkarte Mudfight ist ein wenig schwammig erklärt, da komme ich aber dann bei den Taktikkarten noch dazu. Das Spielmaterial besteht aus 9 stabilen Pappgrenzsteinen. Außerdem enthält das Spiel noch 2 Spielhilfen sowie je 10 Taktikkarten mit roter Rückseite und 56 Clankarten mit grüner Rückseite. Die 56 Clankarten bestehen aus je 9 Clankarten in 6 Farben. Diese haben jeweils die Wertigkeit von 1 bis 9. Außerdem enthält das Spiel noch 10 Taktikkarten. Diese sind optional, daher gehe ich erst am Ende des Regelerklärvideos darauf ein. Zu Spielbeginn zieht jeder Spieler 6 Clankarten vom Nachziehstapel. Immer wenn man eine Karte gespielt hat, zieht man eine Karte nach. Der Spieler gewinnt, der als erster entweder 3 benachbarte Grenzsteine oder 5 der 9 Grenzsteine kontrolliert. Um einen Grenzstein zu kontrollieren, muss man dort 3 eigene Clankarten abgespielt haben. Deren Wertigkeit muss höher sein als die des Gegners. Die Wertigkeit entspricht etwa den Händen eines Pokerspielers. Es gibt den Color Run, das entspricht einem Straight Flush, allerdings nur mit 3 Karten. Dann Three of a Kind entspricht einem Drilling. Color entspricht einem Flash mit 3 Karten. Run entspricht einer Straße mit 3 Karten. Und Sum entspricht der Summe der 3 Karten. Nachfolgend einige Beispiele zum besseren Regelverständnis. Spieler A spielt eine 8. Spieler B regiert mit einer 8. Daraufhin spielt Spieler A eine zweite 8. Er strebt einen 8er Drilling an. Auch Spieler B will einen 8er Drilling und spielt ebenfalls eine zweite 8. Da Spieler A jetzt als erster eine dritte 8 spielt, gewinnt er diesen Grenzstein, da Spieler B nur gleich ziehen kann und bei gleicher Wertigkeit der Karten immer der Spieler gewinnt, der als erster seine dritte Karte an den Grenzstein angespielt hat. Da Spieler A diesen Grenzstein sicher gewonnen hat, darf Spieler B keine dritte Karte mehr an diesen Stein spielen. Beispiel 2. Spieler A hat bereits einen 8er Drilling an einem Grenzstein. Spieler B hat dort lediglich eine blaue 8. Um zu gewinnen, benötigt B eine höherwertigere Hand als A, das heißt in diesem Fall einen Straight Flash. Er spielt als erstes eine blaue 7. Zum Gewinn des Grenzsteins benötigt er jetzt entweder noch eine blaue 6 oder eine blaue 9. Dummerweise spielt Spieler A jetzt aber eine blaue 6 an einen anderen Grenzstein. Das heißt, jetzt benötigt B zwingend eine blaue 9, sonst kann er den Grenzstein vergessen. Ausgehend von dieser Situation sind zwei Möglichkeiten denkbar. Spieler B bekommt die benötigte blaue 9, hat einen Straight Flash und gewinnt den Grenzstein. Möglichkeit 2. Spieler A spielt die blaue 9 an einen anderen Grenzstein. Somit kann Spieler B keinen Straight Flash mehr bekommen. Er verliert den Grenzstein und zu allem Unglück darf er dort nicht mal mehr eine dritte Karte spielen. Beispiel 3. Spieler A hat einen 8er Drilling gespielt. Außerdem ist die blaue 7 bereits woanders gespielt. Somit kann Spieler B den Grenzstein nur noch mit einem 9er Drilling gewinnen, da er keine Möglichkeit mehr hat auf einen Straight Flash. Zum Glück zieht Spieler B eine dritte 9 und gewinnt somit den Grenzstein, da sein 9er Drilling mehr wert ist als der 8er Drilling von Spieler A. Beispiel 4. Spieler A hat einen Flush, die Summe der 3 Karten ist 18. Spieler B benötigt jetzt zum Sieg entweder eine blaue 5, um einen Straight Flush zu kriegen, oder eine blaue 9, damit sein Flush einen Gesamtwert von 19 hat. Spieler B gewinnt, da sein Flush einen Wert von 19 hat. Eine blaue 8 hätte nicht gereicht, da Spieler A zuerst seine dritte Karte gespielt hat und bei gleicher Wertigkeit der Spieler gewinnt, der als erster seine dritte Karte gespielt hat. Beispiel 5. Spieler B hat eine Straße, 6, 7, 8. Um zu gewinnen, muss Spieler B nicht auf eine blaue 6 oder 9 warten für einen Straight Flash, da ihm eine beliebige 9 in diesem Fall reicht. Eine 7, 8, 9er Straße ist mehr wert wie eine 6, 7, 8er Straße. In diesem Fall kann A auch gewinnen, indem er einfach eine beliebige blaue Karte spielt, da ein Flush mehr wert ist als eine Straße. Beispiel 6. Beide Spieler haben an diesem Grenzstein nur die Summe der Werte ihrer Karten. Spieler B gewinnt den Stein automatisch,
wenn er als erstes eine dritte Karte spielt, die mindestens den Wert 8 hat. Denn Spieler A hat daraufhin keine Möglichkeit, noch eine höhere Summe zu erreichen als Spieler B. Und nicht vergessen, sobald ein Spieler einen Stein gewonnen hat, darf der andere Spieler keine weiteren Karten an diesem Stein anlegen. Vor Spielbeginn müssen sich die Spieler einigen, ob sie die 10 Taktikkarten verwenden wollen. Diese bilden einen eigenen Nachziehstapel und dürfen nicht Bestandteil der Starthand sein. Das heißt, die ersten 6 Karten müssen immer Clankarten sein. Wenn ein Spieler eine Karte gespielt hat, darf er sich entscheiden, ob er vom Taktikkarten oder vom Clankarten Nachziehstapel zieht. Ein Spieler darf immer nur eine Taktikkarte spielen, wenn er nicht mehr Taktikkarten wie sein Gegner gespielt hat. Das heißt, wenn Spieler A bereits eine Taktikkarte gespielt hat, darf er erst eine zweite Karte spielen, wenn Spieler B mindestens eine Taktikkarte gespielt hat. Aus diesem Grund sollten Sie nie mehr als ein oder maximal 2 Taktikkarten auf Ihrer Hand haben, da diese sonst Ihre Hand blockieren, wenn der Gegner selbst keine Taktikkarten spielt. Von den 10 Taktikkarten sind 2 Joker. Jeder Joker zählt als eine beliebige Clankarte. Der Wert und die Farbe dieser Karte werden aber erst beim Erobern des Steins festgelegt. Jeder Spieler darf maximal einen Joker auf seiner Seite der Grenze haben. Gegebenenfalls muss der Spieler den zweiten Joker bis Spielende auf seiner Hand lassen. Die Taktikkarte Spion zählt als 7. Die Farbe wird beim Ausspielen festgelegt. Die Taktikkarte Schildträger zählt als 1, 2 oder 3. Farbe und Wert werden beim Ausspielen festgelegt. Die Karte Blindman's Bluff wird auf einen Grenzstein gespielt. Für diesen Grenzstein gilt, dass die höchste Kartensumme diesen Stein gewinnt und nicht die höchste Pokerhand. Die Karte Mudfight wird auf einen Grenzstein gespielt. An diesem Stein zählen nur Kombinationen aus 4 Karten. Leider ist das Regelwerk an dieser Stelle ein wenig schwammig. Ich interpretiere das Ganze aber so, dass beispielsweise nicht mehr ein Drilling zählt, sondern nur ein Vierling. Und ein Straight Flash oder ein Flash oder auch eine Straße aus 4 Karten bestehen müssen. Sollte ich diesbezüglich falsch liegen, wäre es nett, wenn Sie einen entsprechenden Kommentar hinterlassen können. Dankeschön. Wenn Sie den Rekruter spielen, ziehen Sie insgesamt 3 Karten von beiden Nachziehstapeln in beliebiger Kombination. Anschließend wählen Sie 2 Karten aus Ihrer Hand aus und legen diese unter den jeweiligen Nachziehstapel. Wenn Sie den Strategen spielen, wählen Sie eine Ihrer ausgespielten Clankarten an einem noch nicht eroberten Stein. Anschließend verschieben Sie entweder diese Karte auf Ihre Seite an einen anderen noch nicht eroberten Stein oder Sie legen sie ab. Wenn Sie die Taktikkarte Banshee spielen, wählen Sie eine gegnerische Clan- oder Taktikkarte an einem noch nicht eroberten Stein und legen sie ab. Wenn Sie die Karte Verräter spielen, wählen Sie eine gegnerische Clankarte an einem noch nicht eroberten Stein aus und verschieben diese Karte an einen anderen noch nicht eroberten Stein auf Ihrer Seite. Eine Bemerkung zu den Taktikkarten. Taktikkarten verändern das Spiel massiv. Es ist nicht länger möglich, Grenzsteine vorzeitig zu erobern, da der Spieler, der dort noch nicht 3 Karten gespielt hat, immer noch die Möglichkeit hat, mit Blindman's Bluff oder Mudfight die Siegbedingungen für diesen Stein zu ändern oder mit Banshee oder Traitor dem anderen eine seiner 3 Karten wegzunehmen. Ob Sie das mögen, müssen Sie selbst entscheiden. Das war das Spieleerklärvideo zu dem Kartenspiel Schottentotten Kill or Be Killed von Rainer Knizia. Das Spiel ist 2016 bei Yellow Games erschienen. Das Rüsselschwein und ich bedanken uns für Ihr Interesse und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.